Hallo, herzlich willkommen. Neue Folge. Es ist Mittwoch. Wundervoll. Noch ein Tag bis zum Sale. Ja, in dieser Zeitrechnung lebe ich. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht. So ist das. Wir machen hier mal weiter. Ich war in letzter Folge stehen geblieben und habe mir gerade noch mal die Aufnahme angeguckt. Ihr wisst ja, ich nehme diese Folgen hier immer drei Stück am Stück auf. Also drei Folgen am Stück. Das heißt, jetzt gerade nehme ich den Mittwoch auf. Gerade habe ich den Montag aufgenommen und gleich werde ich den Freitag aufnehmen. So ist das hier. Und in der Zwischenzeit habe ich mal geschaut. Tatsächlich ist es so, dass aus irgendeinem Grund in dem letzten Video die Audiospur doch deutlich kleiner oder leiser war als die Musik. Ich habe die Musik jetzt hier nochmal leiser gedreht. Aus irgendeinem Grund hat sich das hier wieder zurückgestellt. Also keine Ahnung genau, wie das funktioniert. Vielleicht liegt es nochmal an dem Update, was da war. Aber eigentlich, naja, wie dem auch sei. Es ist, wie es ist, sage ich da mal. Ne? Es ist, wie es ist. Das Ding dreht sich von alleine, oder wie ist das? Zustand, 99%. Na, notfalls müssen wir einen Hausmeister rufen, der das dann wartet. So. Gut, was machen wir heute? Ich habe keinen Plan, muss ich gestehen. Ich habe keinen Plan. Irgendwie warte ich nur noch die Zeit ab. Ich warte da ab, dass wir hier mit unserem World of the Rings mal vorwärts kommen. Ich warte. Guck mal hier, wie viel Geld wir machen. Krass. Naja, achso, wir wollten das Einkommen mal abwarten. Ist Tag 2. Ja, da müssen wir nachher nochmal schauen. Strom wird ja sicherlich hier irgendwo bei Rechnungen stehen. Wo steht denn hier Rechnungen? Human Resources, sind das Rechnungen hier? Nee. Kaffee, Strom, Essen, Internet, Druck und Wasser. Man weiß es nicht. Naja, man weiß es nicht. So ist das halt. Ich checke nochmal eben, ob wir alle Sachen mitnehmen, die wir mitnehmen können. Also hier sind wir gleich fertig mit. Wir brauchen halt neue Druckaufträge. Das ist, glaube ich, sehr important. Sonst haben wir nämlich gleich hier ein dickes Geldproblem. Hier möchte jemand weitergebildet werden. Wer möchte das denn? Niemand möchte weitergebildet werden. Wer ist eingebildet? Der Carsten möchte weitergebildet werden. Sag endlich mal. Carsten, was machen wir denn aus dir? Was steht denn zur Auswahl? 2D-Künstler. Ja, dann mach doch einen 2D-Künstler. 2D-Künstler, Kurs startet. 1800 werden wir in dich investieren. Aber ich denke, das ist es wert. Ich denke, das ist es wert. So, das heißt, jetzt habe ich die Musik ein bisschen leiser gedreht und ich rede ein bisschen lauter in der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Support macht so gar keinen Sinn, glaube ich. Obwohl, wartet mal. Hier, bei dem Support kriegen wir das mehr als das Doppelte. Leistung ist gut. Fist Heart. Für OptiSight OS. Support Betriebssystem. Das könnten wir machen, aber wir rufen dann auch mehr Leute da an. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber wir kriegen auf jeden Fall mehr Geld. Das ist doch. Dann nehmen wir das hier mal an. Team Support. Ja, Moment. Und Night Support. Support und Night Support. Zwei Teams. Sehr gut. Das akzeptieren wir. Und dann brechen wir das hier oben mit den Doc Studios ab. So, dann haben wir nämlich jetzt ein neues Support-Gedöns. Pass auf, dann schieben wir das hier hoch. Vielleicht rufen da auch mehr Leute an, aber ich glaube mal eher nicht. Denn da sind ja nur 1097 aktive Nutzer. Und dieses Fistheart ist, glaube ich, auch eine eher kleinere Firma. Von daher, glaube ich, machen wir hier jetzt erstmal alles richtig. Wir kriegen einfach viel mehr Geld für weniger Arbeit. No, wer möchte das nicht? Wer macht das nicht? Ne? Ja, wundervoll. Wundervoll. Ja, also morgen ist Steam Summer Sale. Und das bedeutet, dass ich wahrscheinlich abends einen kleinen Stream anwerfe. Das heißt, alle können zugucken, wie wir durch den Steam-Bibliotheks-Angebotskatalog surfen. Wir suchen ein paar schicke Angebote raus. Und vielleicht sage ich euch ein bisschen was zu dem, was ich denke, was sich lohnt oder was sich auch nicht lohnt und was man kaufen kann, was man auch eher die Hände weglassen sollte. Ja, das ist so ein bisschen mein Plan. Aber ihr wisst ja, nichts ist so gut wie ein guter Plan. Apropos, wir machen mal vielleicht ein bisschen schneller hier das Ganze. Sehr gut. Wir wollen ja heute mal noch zu irgendwas kommen. Ich werde so ein bisschen heiser leider. Ich weiß gar nicht warum. So viel habe ich gar nicht gesprochen jetzt am Wochenende. Aber egal, wir sind jetzt noch bei 1,2 Millionen. Wir
könnten auch noch mal einen Blick auf unsere Aktien werfen. Die machen miese. Das ist ja wundervoll. Da haben wir ja richtig, richtig gut zugeschlagen. Mann, Mann, Mann. Okay, hier haben wir auch miese gemacht. Gibt es noch Teams, die im Urlaub sind? Im November ist das Core Night Team im Urlaub. Das ist natürlich bitter. Das sind immerhin 8 Leute. Da fällt eine Menge weg. Das ist ein bisschen bitter. So. Die Kompatibilität ist überall gut. Guck mal, wie gut die Kompatibilität ist. Wahnsinn. 6 Employees have sich krank gemeldet. Ist das euer Ernst? Subnight, Core Night, Night, Projekt 1, Marketing. Daniela Rodriguez. In Doc Studios gibt es schon wieder Shares aus, ja. Ich weiß auch nicht, die können auch nicht die Finger nicht davon lassen. Irgendwie machen die da mit den Aktien rum. Vielleicht verspekulieren die sich. Vielleicht. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Druckauftrag oder mehrere. Hier ist jetzt gerade mal nichts. Der Security geht nach Hause. Ja, und jetzt warten wir auf die nächsten Leute, die da kommen. Und die kommen bestimmt. Da kommen sie auch schon. Schön. Mit dem Radl. Ich habe hier die, das habt ihr ja gesehen, letztes Mal haben wir noch die Fahrräder noch dahinter gepackt. Das ist okay. Ich sage mal, eine gute oder die beste Lösung ist es jetzt nicht, aber was soll's. So, ich muss sagen, ich mache mir so ein bisschen Sorge. Wir sind hier im Core-Team, sind wir ja komplett. Ne? So, da arbeiten alle und trotzdem geht das hier relativ langsam vorwärts. Überhaupt, finde ich, geht alles super langsam vorwärts. Am langsamsten immer noch hier World of the Rings. Of the Rings, auf jeden Fall mit of the. Ja, als guter deutscher Aussprechender, englisch Aussprechender, müssen wir ja of the Rings sagen. Of the Rings. Hier wird geschlafen. Und hier ist auch das gleiche. System, genau. System und System ist halt das Problem, ne? Ich wollte sagen, was ist das hier unten? Aber kurz sagen, gibt es jetzt Achievements? Aber nein, gibt es nicht. Es ist jetzt hier so ein... Pass auf, das hier können wir vorantreiben und finishen. Nettobetrag mit unzureichender Qualität. Hervorragend. Ich muss mich mal räuspern. Ich habe echt... Kann sein, dass die Folge kürzer wird, weil meine Stimme gleich weg ist. Oh nein! Nicht kürzer. Tja, so ist das halt. So, das können wir jetzt aber auch fertigen. Naja, das können wir auch vorantreiben. Sehr gut. Machen wir auf Pause. Gucken wir ganz kurz. Entwicklung für OptiSight. Diese Fist-Hard-Leute sind echt interessant. Wir sollen das entwickeln und den Support machen. Das verwerfen wir. Ja, macht mal schön selbst, Freunde. Und wir suchen uns mal lieber hier nochmal ein paar schicke Aufträge aus, die wir mal eben annehmen können. So, jetzt habe ich gleich auf einen zu viel gedrückt. Das ist ein bisschen blöd, aber gut, so ist das halt jetzt mal so. Ja, also wir sehen quasi bei unseren Entwicklungsteams, hängen wir quasi immer an der gleichen Stelle. Und zwar, wenn es um die Systemleute geht. Passt mal auf, dann werden wir mal Folgendes machen. Stopp. Dann werden wir mal 2 Leute einstellen. Und gucken mal. Projekt 2, da sind ja sowieso nur 6 Leute dabei. Da können wir tatsächlich auch mal Filter bei Specialization System, genau. Priorität System. Also davon brauchen wir mal 2. Filter bei Trade, nö. So, bams. Also wir brauchen jemanden, am besten jemanden. Naja, die sind halt alle gleich gut, ne? Die sind vor allem alle gleich. Aber pass auf, dann werden wir mal den hier einstellen. Was bist du? Hypochondrisch? Ne, das wollen wir nicht. Dann stellen wir hier nochmal 3 ein. Ach komm, wir stellen einfach 4 ein. So, jetzt habe ich 4-mal auf Support 2 geklickt. Das würde bedeuten, dass hier das System auf jeden Fall nach oben schießt. Und vielleicht tausche ich dann bei Gelegenheit nochmal. Also wir gucken uns das mal an, ob das System jetzt gleich wirklich volle Möhre nach oben schießt hier in diesen beiden Dingen. Und wenn das so ist, dann würde ich das hier nochmal tauschen, dass wir hier nochmal die Teams austauschen. Projekt 1 hat 14 Mitarbeiter, Projekt 2 hat 10 Mitarbeiter. Da würden wir vielleicht dann 2 einfach mal hin und her tauschen. Obwohl das eigentlich jetzt auch schon Sinn macht. Ne? 14, wie viele Leute? 8... Quatsch, 4, 8,
10, 11, 12, 13. Was? Was? Wie? Wie? Was? Wo? Warte mal, was? Wie kann denn das sein? 1, 2, 3. Moment, mich kann ich nicht erinnern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Hui, okay. Alles gut. So, die schlafen jetzt. Die Neueingestellten kommen ja erst morgen. Deswegen passiert hier gerade auch mal nichts. Aber irgendwer muss doch dann trotzdem daran arbeiten. Also es kann ja nicht nur sein, dass da nur einer arbeitet, oder? Okay, da habe ich natürlich bei dem ganzen Eingestelle die ganze Zeit über nicht ein einziges Mal drauf geguckt oder drauf geachtet. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber so ist das hier. Kann sein, dass ich gelegentlich ein bisschen blöd bin. Ich nenne mich auch gerne Idiot. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall... Na, jetzt weiß ich gar nicht, sind die da... Hatten die jetzt... Projekt 2. Einer war krank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, gut, okay. Hatte ich das erwähnt, ich habe mir ein Spiel gekauft, Dismantle, und habe gesagt, komm, ich spiele das 2 Wochen bis zum Sale. Und heute ist der letzte Tag vom Sale. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich sein werde, aber ich bin schon, mindestens ein Drittel habe ich schon zum Stand jetzt, wo ich gerade das Video hier aufnehme. Es kann natürlich im Stand, wo das Video hier, was ich hier aufnehme, veröffentlicht wird, alles nochmal ein bisschen weiter sein. So, StickCop requested access to your digital distribution platform. Das werden wir sofort beantworten und sagen. Was? StickCop requested access to your digital distribution platform. Das sehe ich aber nirgendwo. Stab sehe ich. Das sehe ich nicht. So, was haben wir hier? Ging in den Urlaub. 4 vom Core Night Team. Okay. Und 2 haben sich krank gemeldet. Okay. Ah, warte mal, habe ich jetzt auf das... Nee. Ich sehe es nicht. Stick ist hier nicht mit dabei. Distribute other companies' products. Auto accept new deals. Das könnten wir mal machen. Bams. Ich glaube, von der Auslastung sind wir nicht so weit. Eine Auslastung 51%. Also da haben wir natürlich viel mehr Kapazitäten, als wie wir quasi nutzen. Das mit dem Trend hat mir auch keiner erklärt bisher und ich habe es auch noch nicht verstanden, was das bedeutet. Also weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, schade eigentlich. Ah, vielleicht kommen die noch. Wie hießen die? Stick oder sowas, ne? Stab sehe ich, aber Stick sehe ich nicht. Nun gut, warten wir mal ab. Also, wie gesagt, jetzt ist ein bisschen so Schaulaufen. Wenn die gleich kommen, gucken wir uns das mal an. Die Frage hier ist ja, wie viele Iterations machen wir hier? Warte mal, was? Ein Mitarbeiter friert? Bauen Sie eine Heizung. Projekt 2. Okay, warte, dann machen wir natürlich sofort eine Heizung da rein. Hier soll ja keiner sagen, wir würden hier Heizung, Belüftungsanlage, eine Zentralheizung. Ich brauche so einen Radiator. So, komm, hier nochmal einen hin. Sehr gut, so. Okay. Bap. Weiter geht's. Keiner... Meckert bitte mehr, danke. Ja, das System wird hier auf jeden Fall viel schneller gefüllt. Creativity ist halt auch ein Problem, ne? Wir sind alle nicht sehr kreativ hier. Okay, mach mal Pause. Dann müssen wir das wirklich mal ändern.
Dann werden wir zwei aus dem Projekte 2 Team wählen müssen, die System haben. Am besten vielleicht. Wie wär's denn mit Della? Della Larsen, du gehst ins Projekte 1 Team. Sehr gut. Dafür müssen wir irgendjemanden aus dem Projekte 1 Team. Ja, aber wen, ne? Wen schicken wir da jetzt weg? Ja, den sicherlich nicht. Ich weiß nicht, warum der Tor nicht arbeitet. Oder ist das nur Design? Ah ne, das kann aber auch nicht sein. Lustig, lustig, tralalalalalala. Ne, Della, du gehst wieder zurück zu Team, Projekt Team 2. Also es muss ja was sein, was Sandra gut kann. Also Sandra kann ja eigentlich nur designen. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Designer. Und, lass mal gucken hier. Ah, jetzt sieht man das natürlich nicht. Hier, dieser Vern Owens, der macht das ja auch. Der ist auch gut. Der hat halt sowohl Programmieren als auch Dings auf Level Dings. Pass auf, wir werden Doris Santos rauswerfen. Ja, und tschüss. Und kaufen uns dafür eine andere. Programmierer, Designer. Mit System, genau, und zwar einen mit mehr Geld. Dann hat die nämlich auch 2 Sterne. Und du gehst in das Projekt 1 Team. Projekt 1 Team, habe ich gesagt. So, jetzt brauchen wir jemanden, der im System auf jeden Fall 2 Punkte hat. Ja, der Vivian Sanchez. Hypochondrisch und leidet unterm Wetter. Ne, können wir nicht irgendjemand anders nehmen? Hier, wie wäre es denn mit ihm? Ja, das sieht doch super aus. Großspurig und pessimistisch. Ada. Big Brain, Fast Learner. Was ist mit dir? Stressed. Stressed gets stressed more easily. Dann nehmen wir ihn hier. Brandon Martin, du bist unser Mann. In Projekte 1 Team, du bist auf jeden Fall dabei, damit wir da mal vorwärts kommen. Ich glaube, sonst macht das einfach keinen Sinn. Ne? So, was haben wir hier? Ein Support für Anti-Crime Joker. Naja, Anti-Adware. Okay, das habe ich vielleicht falsch gelesen. Okay. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 Plätze haben wir, ne? 4, 8, 10, 11, 12, 13. Ja, okay. Gut. Also, wir müssen halt hier ein bisschen vorwärts kommen. Ich würde sagen, Iteration 4 wird so mal das Ding sein. Oh, was haben wir denn hier? Moment, hier mal eben. Das hier können wir schon mal finishen. Dann können die jetzt als nächstes die beiden machen. Ach, wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen an die Kohle kommen, sonst ist das alles ein bisschen. 14.000 ist ja noch nicht mal, das deckt ja nicht mal 10% unserer Gehälter. Ah, Rechnung können wir nochmal gucken. Haben wir Strom? Guck mal, da haben wir nur noch 3.500. Das ist ja toll. Das ist ja sehr toll. So, Vertrag erfüllt. Bruno Ramos hat sich krank gemeldet. Ah, okay. Dinge passieren. Ach, guck mal hier, OptiSide OS hat aber ruckzuck viele neue Follower bekommen. Das ist ja krass. Und wir haben auch ziemlich viele Fans. Unser 2D-Editor hat ziemlich viele Fans. Das ist nice.
Vielleicht müsste man das Ganze anders aufbauen. Vielleicht müsste man das so strukturieren, dass man hier zum Beispiel ein Büro macht nur für Designer und hier ein Büro nur für 2D. Also hier wie das, also ne, ihr habt hier System, Audio. Warte mal, jetzt, also. Hier zum Beispiel sieht man halt, wer an was arbeitet. Brandon Martin arbeitet direkt mit, das ist gut. Wir haben auf jeden Fall ein Drittel mehr. Das ist schon mal ein Drittel mehr Schnelligkeit, das ist schon mal gut. Is thinking up the place? Ja, ist mir egal. So, das heißt, wenn man jetzt ein ganzes Team macht, nur von Designer, also von diesen Dingen, die man hier braucht. Zum Beispiel, wir brauchen halt irgendwie ziemlich viele Menschen, die System können. Wir sind jetzt nur zu dritt, das heißt, diese drei arbeiten jetzt nur am System, das ist natürlich meh. Warte mal, wie ist denn das hier? Guck mal, hier haben wir Thurman Ross. Thurman Ross, wo? Warte mal, Thurman Ross. Wir gucken uns den mal an. Was haben wir hier? Entwicklung, das können wir mal weglassen. Ja, danke, nein. Thurman Ross, hier. Du bist in Thurman Ross. Naja, der hat als jedenfalls System und 2D. Wobei ich jetzt noch nicht ganz verstehe, was ist der Unterschied zwischen einem Designer und Programmierer hier und hier. Hier sieht man das ja nicht. OS-Support. Jetzt sind sowieso alle zu Hause. Ja, also, puh, okay. Es geht noch ein bisschen drunter und drüber. Also man könnte theoretisch sagen, komm, dann machen wir ein Team für System, ein Team für 2D, ein Team für Audio und ein Team für Hardware. Und dann stellen wir da immer ein paar Designer, Künstler und Programmierer ein. Das wäre eine Idee. Das würde aber bedeuten, Moment. Time Monday requested access to your digital distribution platform. Ja, ihr dürft, natürlich dürft ihr. Ihr seid doch, ja, Time Monday ist direkt dabei. Und ist hier diese, hier, Fist hat es auch dabei. Guck mal an. Hier haben sie auch eingekauft. Man weiß nicht genau warum. Egal. Hier haben sich drei krank gemeldet. Der Brandon Martin, den ich eingestellt habe, extra für schneller arbeiten. Ach Gott. Man hat es einfach nicht leicht als Chef. Man hat es einfach nicht leicht. So ist das. Ja, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt an der Stelle mal Schluss für heute. Wir haben auf jeden Fall viel Geld gemacht mit irgendwas. Man weiß es nicht so ganz genau. Ja, hier sind die Verkäufe hochgegangen. Im Winter kaufen die Leute mehr scheinbar. Und wir überlegen mal, also ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen. Wenn wir jetzt irgendeinen Tee machen, glaube ich, für die Stimme. Und dann werde ich noch eine Folge aufnehmen. Und dann am Ende der nächsten Folge werde ich euch fragen, was wollen wir machen? Wollen wir die Teams wirklich mal ändern? Wollen wir sie komplett über den Haufen werfen? Und sagen, okay, wir machen ein 2D-Team und ein Audio-Team und ein und so weiter Team. Weil das wird natürlich krass werden. Aber vielleicht auch notwendig. Hier sieht man halt immer noch, jetzt macht doch, was ist denn das? Wieso geht denn das immer weg? Mann. Naja, der Brandon hat sich ja krank gemeldet. Ja, genau. Deswegen geht das auch nicht vorwärts. Nicht zumindest richtig. Ja, also wir machen an der Stelle Schluss und ihr schreibt mal in die Kommentare, ob wir das so machen sollen. Wie gesagt, nächste Folge werden wir uns das auch nochmal angucken und dann werden wir entscheiden. Hier möchte einer noch weitergebildet werden. Das wollen wir noch schnell machen. Ach, zeig mir das doch an. Der Finn. Der Finn möchte fortgebildet werden. Und zwar, ja, auf jeden Fall wirst du weitergebildet. Und zwar ein System. Designer-System. Sehr gut. Kurz starten. Hättest du nämlich auch schon ein zweites Sternchen. Gut, wir machen an der Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing.